das ist so eine Abformung, wie ich es euch letztes Mal gezeigt habe, die ich am Kundenohr gemacht habe. Das ist jetzt unser Scanner. Und jetzt geht es nämlich darum, dass das eingescannt wird. Ich mache einmal hier die Klappe zu. Und dann gehe ich hier, drücke da auf den Pfeil. So. Wir haben nur ein Ohr. Das ist jetzt das nächste. Und jetzt könnt ihr sehen, wie das richtig gescannt wird. Das erscheint hier gleich auf dem Bildschirm. Das wird richtig 3D abgescannt, das ganze Modul. Die Abformung ist gleich richtig toll zu sehen. Und davon wird dieses Ohrstück gemacht, um zum Beispiel das Im-Ohr-Gerät zu machen oder auch ein Stück fürs Hörgerät. Und das ist toll, dass es heute über 3D-Scanner geht. Wir können das dann gleich per E-Mail an die Firma schicken, die das uns bauen soll. Und dadurch ist es sehr viel präziser geworden als früher. Und wir finden das wirklich eine tolle Entwicklung in der Hörgeräteakustik. Und da könnt ihr das sehen. So sieht das eingescannt aus. Und dann kann ich das gleich weiterschicken an den Hersteller. Super Sache. Wie findet ihr sowas?